Tullius unterhält Lager in Pel. Wir haben das Kaiservolk aus Weißlauf vertrieben. Das ist gut. Sehr gut. Jetzt kontrollieren wir das Zentrum. Das ist eine mächtige Position. Eine, die ich zu halten beabsichtige. Wir nennen euch jetzt Eisadern, denn das dicke Blut unseres Landes ist in euer Herz geflossen. Hier, nehmt dies. Das ist das Schwert eines kaiserlichen Offiziers. Eine passende Waffe, um sie gegen den Feind einzusetzen. Mit größeren Freiheiten werdet ihr uns vermutlich mehr nutzen. Also greift das Kaiservolk so an, wie ihr es für richtig haltet. Aber ich möchte außerdem, dass ihr unser verborgenes Lager im Falkenring findet. Galma wird besondere Aufgaben für euch haben und wird euch brauchen, wenn wir die Hauptstadt befreien. Talos möge euch leiten. Ehe wir in den Krieg gegen unsere Feinde ziehen, müssen wir in den Krieg gegen uns... Ihr brecht zur Festung Neugrad auf. Wir halten dort ein paar von unseren Jungs gefangen. Ich habe ein paar Männer... Mit einem Angriff von innen werden sie nicht rechnen. Es wird nicht einfach werden. Aber deshalb schicke ich ja euch. Habt ihr auch das Zeug dazu? Gut, aber sterbt nicht da draußen.
Wir sind verdammt! Seid vorsichtig mit dem Feuer. Irgendwo gibt es hier noch mehr von denen. Geht voran! Geht voran! Was? Danke. Hey! Zeigen wir... Vorsichtig! Wir kriegen bestimmt. Danke, hervorragend. Ich dachte schon, ich würde hier drin versauern. Also, wie lautet der Plan?
Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Bald werden wir gen Einsamkeit ziehen. Und an diesem Tag werden... Ich bin stolz, dass wir Falkenring vom Kaiserreich befreien konnten. Auf vielerlei Art ist es das Herz und die Seele von Himmelsrand. Ganz zu schweigen von seiner strategisch günstigen Lage. Manche Brüder nennen euch inzwischen Knochenbrecher, wegen eurer Wildheit und Entschlossenheit. Ein passender Name. Also werden wir euch jetzt alle so nennen. Der Krieg verlangt uns so vieles ab. Und wir geben ihm und dem Volk alles, was wir haben. Aber etwas habe ich doch behalten, um es euch als Anerkennung zu geben. Bitte nehmt dies im Namen aller Brüder und Schwestern. Und ich brauche fähige und loyale Krieger in meiner Nähe. Darum möchte ich euch eine Heimat in Windhelm bieten. Sprecht mit meinem Vogt, der alles in die Wege leiten wird. Schlagt euch zu unserem versteckten Lager in Riff durch. Ich kann nicht weiter vorrücken, solange ich mich um Ostmarsch-Südgrenze sorge. Für diese Situation mache ich...